Rosenheimer behalten den Puck im Drittel der Eispiraten. Scorfield. Und da ist er drin. Schuss von der blauen Linie von Rona. Und wer geht dazwischen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Fälscht ab. Unhaltbar für Henning Schroth. Und so das 1:0 bzw. 0:1 aus Grimmelschauer Sicht. Etwas überraschend, aber nicht unverdient. Das muss man ehrlich gehen. Rona schießt. Ja, und dann ist es die 94. Der ist dazwischen. Tyler McNeely erzielt den ersten Treffer im Spiel für seine Mannschaft. Schön auf Pinizzotto. Und Pinizzotto täuscht Schuss an, aber wird dann in Zweikampf verwickelt. Verliert den Puck. Und so erneut die Rosenheimer. Tausch. Und er macht es. Ein wunderschönes Tor. Dritter Treffer. Dritter Treffer für Rosenheim. Hier sehen wir es nochmal. Wird nicht konsequent angegriffen, weder von Tramm noch von Büka. Am Einschuss nicht gehindert und er lässt Henning Schroth keine Chance. Ja, 2-gegen-1 Situation. Das könnte was werden. Und da! Schöne Kombination, da hat man Rosenheim ausgespielt und der erste Treffer für die Eispiraten. Aus einem Fehlpass heraus Bartek dann auf Czernik. In der Leitung des Spiels erneut Bartek. Zwei Mann, die sich um ihn kümmern. Schöner, ein schönes Tor, ein wunderbares Tor, was da die Eispiraten erzielen. Den Anschlusstreffer zum 2:3. Eine wunderbare Kombination von Bartek, von Pinizzotto und von Pohl. Eispiraten. André Schietzold. Scheibe bleibt bei Hofel am Fuße hängen. Pohl sollte abspielen. Und er schießt! Ein Tor! Natürlich Riesenjubel hier im Sandpark. Der Ausgleich. 3:3. Guter Treffer am heutigen Tag von ihnen. Da hatte Timo Herden keine Chance, den hat er nicht gesehen. Ach ja, hat man schon gedacht, zu viel, zu scheibenverliebt. Aber dann findet er die Lücke durch Freund und Feind. Und die Scheibe schlägt oberhalb der Schulter rechts aus Sicht des Tormanns ein. Keine Chance zur Abwehr. Er hätte das Spiel entscheiden können. Er hatte es auf der Kelle. Bulli. 2:43 noch zu spielen. Also knapp die Hälfte der Verlängerung vorbei. Patrick Pohl, der hier intensiv dazwischen geht. Beide halten. Da verliert einer den Schläger.
Und Zweikampf an der Bande. Pohl, Gewinner. Und dann Lee. Schietzold geht in Position. Und schießt! Und die Entscheidung. Die Eispiraten gewinnen in der Verlängerung mit 4:3. Natürlich große Erleichterung im Sahnpark. Und natürlich auf der anderen Seite betretene Gesichter. Franz Stehr, lautstark, gestikulierend. Jetzt setzt er sich hin. Natürlich nicht zufrieden. Hier sehen wir es nochmal. André Schietzold, der Mannschaftskapitän der Eispiraten, mit den entscheidenden Treffer. An Timo Herden, alles andere als zufrieden. Man kann ihn verstehen. Des einen Freud, des anderen Leid. Und ich denke, wir werden eine kurze Werbepause machen und dann sehen wir noch einmal die Highlights des dritten Drittels und der Verlängerung.